Ja, moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank 3. Episode 18 wartet uns auf Aridia. Wir sind mal wieder mit den Schutztruppen unterwegs, und zwar im Tal des Todes. Und zwar Teil 2, Hinterhalt im Tal. Die Schutztruppen sind umzingelt und im Red Rock Valley festgenagelt. Spring per Fallschirm hinein und hilf bei der Flucht. Wozu haben wir nochmal dieses Hoverschiff bekommen? Die Tyrannos sind überall. Wir brauchen Hilfe. Ich will nicht sterben. Okay. Cool. Der Witz ist, den kümmert es nicht, dass ich direkt quasi vor deren Nasen herumfliege, weil die wollen wirklich gezielt nur auf die Schutztruppen. Das heißt, wir können schön nah ranfliegen. Koordinierter, als wir das gewöhnt sind. Vielleicht haben wir es mit etwas Neuem zu tun. Naja, die sind jetzt Roboter und haben ein bisschen mehr, Arbeitsspeicher verfügbar zum Denken. Oh Gott, das klingt irgendwie brutal. Okay. Und interessant, die kommen von hier. Cool. Knack, 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 knack. Oh, da oben kam schon das nächste große Schiff. Oh, komm schon. Hau doch ab. Oh je, oh je. Oh Mann. Bloß weg mit dem Vieh. Möchte nicht, dass mir hier einer von den Viechern da stirbt, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob überhaupt einer stirben darf. Und naja, falls doch, dann muss bestimmt mindestens einer überleben. Davon gehe ich zumindest jetzt aus. Oh no! Okay, jetzt wird's brutal hier. Uff! Brutal! Brutal! So, einer noch. Nice. Cool. Danke, Sarge. Sie kommen genau richtig. Wir ziehen uns zurück und sammeln uns am Stützpunkt. Interessant, dass ich das nicht einsammeln konnte. Okay, das Attentat. Wir wissen jetzt, dass die Tyrannoiden Macht am Vorposten X12 von außerirdischen Vieraugen geführt wird. Finde und erledige alle Vieraugen-Tyrannoiden, um die feindliche Kommandostruktur lahmzulegen. Ja gut, ne? Diesen Auftrag führen Sie wohl alleine aus, Sarge. Wir haben nämlich Aerobic und das ist ein Pflichtfach. Aber geben Sie diesem Abschaum auch eine Tracht Prügel von uns. Ah, ich glaube, das war mit dieser Mission. Irgendwas musste man mit dieser Mission machen. War das mit dieser Waffe? Ich bin mir absolut null sicher, Leute. Verdammt. Nee, ganz im Ernst. Das kann ich notfalls auch privat noch aussuchen. Also offscreen, Stilpunkte grinden. Wird toll. Noch nicht komplett gerendert, aber man kann sie schon kaputt machen. Ist schon echt wild. Okay, so. Lava-Pistole. Cool. Hallo. Sehr gut. Und hier können wir dann wunderbar auch die Saugkanone einsetzen. Meine Güte. Cool, das war schon. Nice. So. Ah, doch, ich weiß, ein Stilpunkt gab es. Ich erinnere mich. Und zwar hat das was mit dieser Rampe da drüben zu tun. Sehr gut. Oh! Kommst du denn auf einmal her? Nee, ich glaube, mit der Waffe wird das eher ein bisschen doof. Ja komm, Schockblaster, let's go. Das erinnert mich an das Jahr 23.
1944, als die Schlacht von Hamati stattfand. Damals nahm ich es mit einer Armee von Robo-Geisterpiraten auf, obwohl ich nur einen Quad-Bo-Strahl und einen halb aufgeladenen Schrittisator hatte. Nennen einige der älteren Truppen sie deshalb Kabinenjunge, Sir, aller Einheiten. Funkstille bewahren, das war wohl ein echter Höhepunkt ihrer Karriere, was... Nur weiter so, J31. Mal sehen, wie dir der Putzdienst in den nächsten 6 Wochen gefällt. Brutal. So, die Schockkanone kann aufgeladen werden und feuert dann einen spektakulären Todesstrahl. Halt die Feuertaste zum Aufladen gedrückt und lass den Strahl dann auf deine Gegner los. Oh ja, ich bin geneigt, das gleich mal auszuprobieren. Oh ja, das sieht schon sehr crazy aus. Okay. Ja? Ja? Das ist schon nicht ohne, aber... Munition? Geht dafür schon gut drauf. Cool. Sieht aus. Nice. Okay, damit ist jetzt die andere Seite. Schön, dass die immer genau wissen, wo ich bin. So, den machen wir auch schön aus der Distanz fertig. So, wie schaut's hier aus? Keine Gegner? Doch, da, jetzt kommen sie. Ach, göttlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber vielleicht sollte ich langsam schon mal versuchen, den Bereich da drüben zu räumen. Das hier vorne mache ich zum Schluss. Okay. Und Schluck. Cool. Ah, guck mal, da oben ist noch so ein grüner. Knack. Sehr gut. Das läuft doch prima. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Wie wenig Schaden? Okay, wir haben jetzt 70 Lebenspunkte. Das ist schon nicht schlecht. Boom. Knack. So, der Rest scheint so ein bisschen da oben zu sein. Okay, dann machen wir die noch gleich alle. Oh. Ach ja. Klein gab es ja auch noch hier. Stimmt, ich hätte einfach mal auf Radar gucken sollen. Oh. Cool. Oh, wow. So, dann holen wir mal ein bisschen Munition. Und einmal die Saugglocke. Tschüss. Fahrzeug, da. Ja. Genau, weil jetzt werden wir nämlich versuchen, den Stilpunkt zu holen. Mir fällt gerade ein, das ist vielleicht jetzt gar nicht so eine gute Idee, weil man hier ganz schnell failen kann und ich sonst alles nochmal machen muss. Egal. Hui. Oh, Stilpunkt. GG. Genau, und dann gab es, glaube ich, noch ein Secret. War das hier oder auf der anderen Seite? Oh, verdammt. Kann man das einsehen? Ah, leider eher nicht so. Hm. Da zwei Wände. Das sind einfach mal mit Magneten ausgestattet. Und hier gibt es nichts. Dann war es auf der anderen Seite. Geronimo! Oder?
Wait, habe ich das gerade richtig gesehen? Wow, ich habe mich komplett geirrt. Aber ich bin mir sicher, hier gab es ein Secret. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ha. Das ist jetzt nicht gut. Habe ich mich tatsächlich so geirrt? Aber ich war mir sicher, dass hier irgendwas war. Ich meine, gut, diese Map gibt es auch im Multiplayer. Vielleicht war wegen dem Multiplayer hier irgendwie mal was gewesen. Das kann natürlich sein. Na gut. Sei es drum. So. Nehmen wir den Klufterzeuger. Der ist auch schon Level 3, fast Level 4. Wie schnell. Autschen. Oh, cool. Ha. Huh. Ah, oh, das scheint nicht ganz ranzukommen. Oh, verdammt. Ah, boom. Auftrag ausgeführt, alle Schutz. Neu sammeln und zur Rückeroberung des Tals bereit machen. Okay. Rückeroberung des Tals. Die Kommandeure der Tyrannoiden sind erledigt und die feindlichen Truppen in Red Rock Valley laden zu einem Gegenangriff ein. Vier automatische Geschütztürme der Schutztruppen befinden sich im Tal. Aktiviere sie, um das Gebiet zu sichern. Wir müssen die Türme aktivieren, um einen Abwehrschirm um das Tal zu errichten. Okay, oh no. Ich sehe schon, was hier abgeht. Ha. Die Dinger bringt das also gar nichts. Alles klar. Ah, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich da hochzielen kann, aber anscheinend geht das nicht. Okay, die Mission dauert noch mal ein bisschen länger. Dass sie hier inzwischen schon drei solche Granaten aushalten, ist auch übel. Boom. Boom. Und boom. Nice. Nice. Cool. So. Oh, wow. Okay. Warte mal, können wir ihn ein bisschen benutzen hier? Sehr schön. Richtig gut. Und tschüss. Okay, dann aktivieren wir jetzt mal unseren ersten Turm. Sehr gut. Vielleicht sollten wir hier warten und diesen Turm verteidigen. Sie wissen schon, falls die Tyrannos was aushecken, sie schaffen den Rest schon alleine. Ja, genau. Ihr wollt euren Ausreden. Aber gut, so ganz dumm ist die Idee natürlich trotzdem nicht. Trotzdem, etwas unnötig. Sind schließlich nur Tyrannoiden. Gut, inzwischen Roboroiden, Robotyros, keine Ahnung. Meteorpistole sprüht einen Strahl eisiger Flüssigkeit, der Gegner einfriert und schließlich in einem Hagel von Eiskristallen zerspringen lässt. Das klingt brutal. So, erstmal Lebensenergie. Oh, die Waffe nicht rechtzeitig? Schade. Ach, wie schön. Knack. Na komm. Und, ouch. Oh, du überlebst. Und knack. Cool.
Okay. Aber wir sehen schon, das Ding hier dauert noch ein bisschen. Okay. Nicht so wie erwartet, aber okay. Ah, guck mal, Fahrzeug. Ach ja, wenn wir hier dran jetzt irgendwie verrecken sollten, müssen wir alles nochmal machen. Alles. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich hoffe, wir schaffen das einfach mal first try. Cool. Sie brauchen keine Hilfe, oder? Die Verbindung ist ganz schlecht. Ich melde mich später wieder. Ja, als ob. Ach ja. Boom. Oh Mann. Das war jetzt ganz erstklassig gezielt. Boom. Okay, ich sollte mal wieder den Klufterzeuger aktivieren. Schön. Weiß heute, ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit das Geräusch jetzt, aber es ging tatsächlich nochmal aus. Perfekt. Okay. Drei sind geschafft. Es fehlt nur noch einer. Juhu, nur noch einer. Sehr gut. Freue ich mich. So. Knack. 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 Und habt ihr mich erschreckt? Ei. Hey! Pech! Tschüss! Hey. Gut. Dann schieß, was das Zeug hält. Wow, es kommt nicht an. Im Ernst. Dann ebenso. Mir doch egal. Hauptsache, ich komme zum Ziel. Oh. Ja. Ich habe auf den ersten hier gezielt und ich treffe den hinteren. Cool. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte das so schön hinterrücks machen. Flump, flump. Sehr cool. Okay. Der kriegt überhaupt nichts mit. Cool. Die Umgebung ist abgesichert. Ein weiterer Triumph für die Schutztruppen. Vielleicht könnten sie sich nächstes Mal auch etwas nützlich machen, Sarge. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Was wollt ihr von mir? X12 Endspiel. Die Tyrannoiden werden jetzt aus dem Tal gedrängt, die Schutztruppen auf ihren Fersen. Brich durch die Tunnel und erobere die feindliche Basis, indem du alle Bodentruppen und Abwehrgeschütze zerstörst. Okay, Finale. Die Tyrannos fliehen. Wenn jemand die Tunnel räumen könnte, könnten wir einen direkten Angriff auf ihren Stützpunkt starten. Ja, das klingt doch schon nach was. So. Ein Raum voller Tyrannos, Sarge. Gehen Sie rein und machen Sie sie fertig, während ich Ihren Rücken decke. Als ob ihr irgendwas macht. Gucken, bringt das was? Nee. Ui, ui, ui. Level 4. Ich mag die Waffe. Die gab es übrigens auch im Dingens. In der Demo damals. Hatte man sich sehr früh kaufen. Okay. Die freuen sich gleich über das schwarze Loch. Im Grunde ist das ja nichts anderes. Oh nein. Oh! Ein Schiff der Tyrannoiden blockiert den Tunnelausgang. Nö, nicht mehr. Der Feindstützpunkt ist ungedeckt. Bringen wir es zu Ende. Ohuhuhu, nicht schlecht. So, dann gehen wir mal schnell hier lang. Weil hinter diesem hier, man sieht schon, ist ein Secret. Das Ding gönnen wir uns. Ah, herrlich. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Ja, ich
Cool, warte mal. Eins, zwei. Oh, ich bin jetzt gerade wirklich nicht sicher. Gab es noch einen dritten? Oder habe ich den schon eingesammelt? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh, schade. Oh, wie schade. Schön. Rums. So, das sollte es gewesen sein. Melden Sie der Einsatzleitung, dass Vorposten X12 eingenommen wurde. Hey Sarge, hier drüben. Was zum... Ziemlich cool was. Ein sogenanntes Warpfeld. Super zum Abhauen. Hier, ich hab noch eins übrig. Ja, das wird später noch sehr nützlich und wichtig. So, bring die Datendisk zu Big L. Okay, let's go. Sehr, sehr schön. Damit ist wieder ein weiterer Story-Progress abgeschlossen. Na, zerstöre deine Welt beim nächsten Mal. Hi L, was gibt's? Mal sehen. Die neurale Matrix des autonomen Scheinbilds hat einen Abdruck der Psyche der Vorlage bewahrt. Und zwar auf der Kernstufe. Ab dem also habe ich nichts mehr kapiert. Er meint, dass man den Vorgang umkehren kann. Mann, was ein Trip. Cool, denk ich mal. L, wir haben eine Datendiskette von Nefarius Kreuzer. Kannst du sie knacken? Na klar. Ja? Oh, asymmetrische Verschlüsselung der Omega-Klasse. Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Ach, übrigens, haben wir in Quarks Quartier etwas Interessantes gefunden. Hey, wenn das wieder so ein Schrittisator ist, dann... Es ist ein Quark-Videospiel. Genauer gesagt ist es Folge 5 der Dr. Nefarius-Staffel. Dabei weiß jeder, dass nur 4 Folgen veröffentlicht wurden. Nicht einmal meine Freunde bei den Quark-Kadetten kennen diese Folge. Und dabei sind die Typen echte Fans. Weißt du, was ich meine? Oh, ich weiß. Danke, wir checken das. Alles klar, Quark-Videospiel Nummer 5 heißt es zu absolvieren. Ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich danke wieder fürs Reinschauen und ja, bis zum nächsten Mal dann wieder. Tschüss! Und vielen, vielen Dank nochmal an meine Ko-fi-Supporter. Ihr habt's gehört, Leute. Also bis dann.